Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen direkt hier weiter, stecken hier immer noch mitten in der Brutstätte und müssen hier durch. Sieht ziemlich bedrohlich aus, ehrlich gesagt. Aber dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Aber, mal gucken. Da ist jetzt eine verschlossene Tür, die kriegen wir schon nicht damit auf. Wir wollten nur gucken, ob hier was anderes ist. Was ist das denn? Heilkräuter. Okay, der kommt wahrscheinlich gleich in Kampf. Wir müssen es auf jeden Fall überbrücken. Der sogenannte Dämon kontrolliert hier ja alles. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Dämon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Menschen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Eine Aufzeichnung und eine Warnung. Hephaestus, aber er war Teil von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber ich weiß nicht, was er hier macht. Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Alles klar. Okay, das heißt, nicht nur der Teil Hades hat sich selbstständig gemacht, sondern auch der Teil Hephaestus. Der Teil Hephaestus hat also... Gut, er hat jetzt nicht vor, die Welt auszulöschen, aber er hat die Brutstätten übernommen, um bösartige Maschinen zu bauen. Es ist natürlich die Frage, hier geht's nicht weiter. Warum tut er dies? Das muss ja einen Grund haben. Gucken wir erstmal hier. Ist noch eine Audiodatei. Ich wollte es einfach abschalten. Aber was, wenn es beim Reboot desorientiert oder sogar beschädigt wäre? Wie erklärt man dem emotionalen Äquivalent eines Kindes, dass es, ich meine sie, in ein Koma fallen wird? Vielleicht jahrelang. Und was genau wird sie beim Aufwachen erwarten? Damit meint er wahrscheinlich die KI hier, die für alles zuständig war. Die wurde alles erstmal pausiert. Gut, lassen wir uns überraschen. Hephaestus also, doch ein Teil von Gaia, was hier alles kontrolliert. Aber warum sollte Hephaestus bösartige Brutmaschinen, bösartige Maschinen bauen? Aus welchem Grund? Oh, das werden wir wohl noch herausfinden. Abwarten. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Heilkröte. Okay, wenn die beiden da runterspringen, geht es hier wahrscheinlich auch runter. Okay. Werden gebaut, wie die Stimme sagte. Frostklauen. Jede Menge. Ich werde einen Weg suchen. Okay, Frostklauen, das waren die Bären, ne? Aber Brutstätten sind ja dafür da, um die Maschinen zu bauen, die ja eigentlich die Erde am Leben halten sollten. Aber sie sollten niemals bösartige Maschinen bauen, sondern eigentlich für Sänger... Freundliche Maschinen. Noch ein Versänger. Oh, das wird hier nicht einfach. Das wird hier absolut nicht einfach. Ich muss auf jeden Fall hier durch. Okay. Ich weiß nicht. Hier kommt die Maschine nicht rauf, ne? Vielleicht klappt das ja. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Kann ich es ja von hier oben erledigen? Hüpfen wir da jetzt nicht runter. Aber die hüpfen hier hoch. So viel zum Thema, die kommen hier nicht rauf. Okay, warte, warte. Aua, ich sehe nichts. Ich brauche mehr Platz. Ich brauche mehr Platz. Wir kommen hier nicht zurück. Okay. Das war die beschissenste Idee ever. Boah, ich sehe ja gar nichts. Und gleich zwei Stück hier oben. So geht das nicht. Ich brauche mehr Platz. Hier oben gehe ich hops. Das geht so nicht. Na, sieh mal einer an.
Okay, warte. Jetzt brauchen wir mal... Sonst gehe ich hier auf schwerere Geschütze. Und ein bisschen Abstand, wenn es geht. Das ist alles nix. Gut, dass ich mir das aufgehoben habe. Gut. Aua. Nur ist gut hier. Sehr schön. Gut, dass ich mir das alles aufgehoben habe. Da ist der Nächste. Wo willst du hin? Dann hüpfel hier doch nicht so rum, Mensch. Okay, nicht da runter. Da sind noch andere Maschinen. Edge, Eloy, häng doch nicht an jedem Vorsprung fest. Eloy, mach deinen Job. Ich schieße nicht daneben. So, der ist ja sowieso so gut wie erledigt. Sehr schön. Da reicht ein normaler Pfeil. So, ich glaube, die gefährlichen Maschinen sind ausgeschaltet. Ich sollte ja nun nicht hier unnötig die ganze Muni da verschwenden, sondern wirklich nur das mitnehmen, was auch nötig tut. Gut. Wo ist der Rest? Hat doch einigermaßen geklappt. Heilkräuter habe ich nicht gebraucht. Da gibt es was zum Überbrücken. Hier waren noch mehr Maschinen. Haben die anderen die ausgeschaltet? Wo sind denn die anderen beiden überhaupt? Ich weiß es nicht. Gibt es hier noch was zu looten? Ja. Dann gucken wir einmal kurz hier oben. Aber hier ist nichts weiter, ne? Aber immerhin eine brauchbare Vorratskiste. So, jetzt muss man mal gucken. Hier sollte ich, glaube ich, nicht runterfallen. Und doch, geht. So, ich muss irgendwie da hinten hin. Das sind, glaube ich, noch Kisten. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich da vorne irgendwo hochkomme. Gucke ich gleich. Ich würde aber gerne hier die noch einmal mitnehmen. Die anderen Maschinen scheinen auch erledigt zu sein. Das müssen die anderen beiden ja gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die erledigt habe. Diese Dämonenwanderer da. Panzerwanderer. Wie komme ich denn darauf? Hier in die Mitte. Scheint hier auch noch was zu sein. Hier ist überall was, wenn ich das mal so sagen darf. Den gucken wir erstmal hier. Jenseits der Kluft ist Ausrüstung. Gehen wir mal rüber gucken. Jenseits der Kluft ist Ausrüstung. Ja, guck mal, das ist doch schon mal... Da sollte man gucken. Oh, Gesellschaft, das wollte ich nicht. Oh yeah! Das sind die Bären, ne? Oh, den habe ich aber gut getroffen. Eloy! Oh Mann! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Läuft sie da seitwärts beim Zielen runter? Ich glaube es halt nicht. Ich hoffe, den muss ich jetzt nicht nochmal alles neu machen. Ist das jetzt dein Ernst? Nee, oder? Nee. Muss ich nicht. Gut. Ah, Gott sei Dank. Selbst die eingesammelten Sachen sind immer noch eingesammelt. Sehr schön. So, hier werde ich gleich gucken. Wie gesagt, ich war da vorne noch nicht fertig. Ich muss Urea und Aratak rüberbringen. Ja, oh, das kriegen wir auch gleich hin. Ich will doch nochmal hin. Das lasse ich mir nicht gefallen. Da war Ausrüstung. Hier kommt man irgendwie hoch. Gut. Aber wie gesagt, da war das.
da. Jenseits der Kluft ist Ausrüstung. Jupp, genau hier. Schade. Dabei hatte ich den einen Bären so gut getroffen, der war schon fast erledigt. Gesellschaft, das wollte ich nicht. Vielleicht kann ich die hier hinlocken. Hier kann ich zumindest nicht runterfallen. Ich schieße nicht daneben. Ich bitte dich doch drum. Einen Schlag, Rea am Tod. Sehr schön, der eine ist ausgeschaltet. Die Beine sind echt zu was gebrochen. Das ist gut. Sehr schön, jetzt kriegst du mehr Schaden, mein Freund. Okay. Ich werde siegen. Ah, der ist ja auch so gut wie erledigt. Gut. So gut wie aber auch nicht. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Ja. Au. Komm, hau rauf, Eloy. Den ist am Blatt, genau. Haben wir es doch. Die waren aber schwächer als die normalen Bären. Wenn ich das mal so sagen darf. Gut, aber wir haben sie jetzt erledigt, ohne runterzufallen. Sehr schön. Gut. Ja, ja, das waren die Bären hier. So, den konnte ich nicht über Brücke gehen. Alles klar, den... Naja, scheint jetzt auch nicht so. Also gelohnt hat es jetzt nicht wirklich, aber... Wollt's ja trotzdem mitmachen. Also eine kleine Plattform, wo die Bären gebaut werden, ne? Ja gut, Hephaestus hat ja, soweit wir erfahren haben, sowieso hier alles neu konfiguriert, um das zu bauen, was er bauen will. Warte mal. Mehr Speerschaden. 26 Speerschaden. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ich weiß nicht, was ich in meinem Speer habe. Waffen? Ah, gut, den gehe ich immer feststellen. Wollte doch nur gucken. Oh, da ist 24 drin, da ist 26 drin. Also den einen könnte ich austauschen. Okay, warte mal. Bringt es wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel, aber ich probiere es mal. Ich muss mal rausschaffen hier. Oh, da ist schon wieder so viel Müll drin. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Den kann die nochmal weg. Jo. So, den tauschen wir einmal kurz das eben schwer aus. So viel Zeug muss sein. Und zwar die 24er tauschen wir aus gegen die 26er. Ich meine, das macht jetzt nicht allzu viel Unterschied, aber ist besser als nichts, ne? Und dann kriege ich die anderen hier aber auch noch mit, ne? Jo. Gut, gut. Die Brutstätte ist deutlich größer als die anderen. So viel ist schon mal zu merken. Aber dadurch, dass wir die NPCs haben, nicht wirklich schwieriger. Aber es kann ja auch zur Abwechslung mal entspannt sein, ne? Muss ja nicht immer stressig sein. Aber jetzt muss ich mal gucken. Auf jeden Fall muss ich da irgendwo hin. Ich gehe jetzt erstmal hier oben gucken. So. Hier komme ich hier runter, ohne mir die Haxen zu brechen. Okay, warte mal. Erstmal müssen die anderen Beine rüber. Das heißt, den einmal überbrücken, damit sie hier hinkommen. Das müsste gehen. Ja. Los, es warten noch größere Herausforderungen auf uns. Ja, schön zu wissen. Gut. So, wir müssen hier durch. Und da brauche ich garantiert die anderen Beine wieder, sonst komme ich da nicht durch, ne? Den trock mal an. Die machen für mich hier den Weg erfreu. Warum klettert ihr denn dahin? Hier müssen wir hin. Jetzt bin ich dran. Wo kann's sagen? Danke, danke, dann geht's hier weiter. So.
Grüne Textdatei. Hatten wir auch noch nicht, dass man sowas in Brutstädten findet, ne? Dann gucken wir mal. Gut. Gutachterformular zur Klassifizierung von maschineller künstlicher Intelligenz. Streng vertraulich und Eigentum der MAEI. Kein Teil dieses Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Betreff Cyan Firebreak Anlage. Gutachtendatum 7. Juni 2062. Zusammenfassung. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testobjekts beträgt 0,54 innerhalb legaler Parameter. Vor den Ereignissen der anderen Tests betrachtet, ist diese frühe Punktzahl von 0,61 als Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde den Perzentilpunktzahlen der folgenden qualitativen Subtests abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Reaktion auf Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die angefügten Formulare enthalten eine detailreiche Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlung des Gutachters: halbjährlich Begutachtungstermin beibehalten. Angesichts der Annäherung des Testobjekts an die maximale Empfindsamkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Das war wahrscheinlich die Entwicklung der KI hier. Gut, den machen wir mal hier weiter. Okay. Okay. Also ich glaube, hier runterspringen wäre die schlechteste Idee ever. Ich muss wahrscheinlich hier weiter. Ob das so gesund ist? Abwarten, abwarten. So. Gut, hier geht's wahrscheinlich weiter. Und nun? Warte mal. Er sagt mir in diese Richtung. In diese Richtung kommen wir aber auch nicht weiter. Oder da ist was zum Abseilen, ne? Oder was ist das? Nee. Sehe aber auch nichts zum Klettern oder so. Und ich... keine Ahnung, wo es gerade weitergeht. Ah, hier ist zwar was Gelbes, aber ob das... nee, das hat nichts zu bedeuten. Hier runter ist auf jeden Fall falsch. Ah, hier. Hier, warte mal, die habe ich eben gar nicht gesehen. Hier geht's weiter, alles klar. Gut, denn... darüber? Wahrscheinlich. Ja, hier ist richtig. Ah, wie gesagt. Konsole. Ist wahrscheinlich nicht so gesund, hier in die heiße Lava zu fallen. Könnte leichte Verbrennungen nach sich ziehen. Den gucken wir jetzt erstmal auf der Konsole. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was über die Geschichte. Wen wir sehen. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Auf jeden Fall. Okay, die KI war dafür zuständig, diese ganze Anlage am Leben zu halten. So haben wir verstanden. Hephaestos hat sich eingeklinkt, wollte alles übernehmen und die KI, natürlich, weil sie dafür programmiert wurde, wollte ihn loswerden. Und hat das mit notfalls auch mit Zerstörung der Anlage versucht. Aber anscheinend hat Hephaestos das trotzdem geschafft, hier alles zu übernehmen. Ah, vielleicht erfahren wir noch mehr. Abwarten. Hier haben wir noch was. 28. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Pharaoh-Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak vor ihm verstecken zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut wie alle. Alle außer Cyan. Naja, wahrscheinlich gehörte sie mit zu den hohen Tieren und hat gewusst, dass alle sterben werden. Das wurde ja vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Denen wurde ja erzählt, da
dass es Hoffnung gibt, dass es geschafft werden kann. Maschinenteile zum Einschmelzen abgeladen. Effizient. Wir müssen über diesen Abgrund. Aber ja, sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Aber die Wahrheit ist ja, es war unmöglich zu schaffen. Und sie gehörte wahrscheinlich zu den hohen Tieren, die davon wusste und wollte hier alles verstecken. Okay. Wir müssen über den Abgrund. Ist das ein Langhals? Ja. Zumindest ein Langhals. Hier kann ich mich abseilen. Warte mal, da unten sind Maschinen. Treffe ich von hier nicht, oder? Da wurde wohl jemand überrascht. Sehr schön. Ja gut, sagte sie ja. Das war wahrscheinlich ein zerstörter Langhals, der hier eingeschmolzen werden sollte. Gut, ich säume mich mal kurz ab. Mal sehen, was hier unten ist. Wahrscheinlich muss ich auch runter. Komme ich aber auch wieder hoch, ne? Ja, ist ein, naja, nur noch das Oberteil vom Langhals. So, mir ist hier unten nicht. Das glaube ich nicht. Mal kurz umgucken. Weiter geht's oben. Das wohl zerstören kann? Mit ziemlicher Sicherheit kannst du das zerstören. Das hatten wir doch schon. Da bin ich, Boy Arathog. Den Weg finden wir schon. So. Erstmal auf diese Plattform hier rauf. Genau. Das hier ist quasi die Schmelzanlage. Jetzt hier weiter, wie es aussieht. Okay, der geht hoch und runter, wenn ich es richtig gesehen habe. Jo. Aber ich komme niemals von hier darüber. Auch nicht, wenn er oben ist. Oder? Doch, es klappt. Das klappt. Sehr schön. Das heißt, von hier wahrscheinlich auch wieder daran. Okay, das ist hier so eine kleine Jump-Run-Einlage. Wunderbar. Aber ob ich hier überhaupt hin muss, ist noch eine andere Frage, ne? Aber ich vermute mal schon. Komm, muss ich von hier jetzt da... Ne, hier rüber. Okay. Die bewegen sich auch seitwärts. Jo. Okay, dann fahr mal wieder aus. Sehr schön. Eloy, was tust du denn? Gott sagen. Gott sagen. Von da muss ich jetzt irgendwie daran? Vermute ich mal. Sehr schön, damit ich hier rüberkomme. Das fall bitte nicht runter, Eloy. Genau. Um hier dann wieder da hochzukommen. Wenn ich es hier so richtig verstanden habe, oder? Nee. Muss nach da weiter. Einmal fallen lassen, bitte, Eloy. Danke. So, das müsste doch jetzt eine Art Brücke geben, oder? Das sollte die Lüftung stoppen. Alles klar, jetzt geht's hier unten weiter. Ob ich nicht von da? Okay, aber wie komme ich da denn jetzt hin? Da sind die beiden. Und da oben komme ich ja. Hier oben war aber auch nichts weiter, ne? Nein. Aber es sagt ja die Lüftung stoppen. Warte mal, ich glaube, ich muss da nochmal zurück. Moment. Man hat ja eben in diese Richtung da gezeigt. Guck mal, da sind noch so Dinger zum Rüber. Ach, du Heilige. Wer schwant da gerade übles? Die sehen nicht stabil aus. Wer schwant da gerade sehr übles? Nahkampfgewebe. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Halt, bevor ich da hochhüpfe. So, sind da noch mehr, die ich ausschalten muss? Da sieht mich irgendwas. Ein Wächter, okay. Sehr schön. Den hüpfen wir dann mal hoch. Oha, du.
Oh, fahr mal wieder rein, mein Freund. Ich muss halt durch. Da sieht mich schon wieder was. Wo sind mehr Maschinen? Uff. Da sind weitaus mehr Maschinen. Hoffentlich schießt mich hier jetzt nichts runter. Fahr mal wieder rein. So. Okay, diese Brutstätte ist anders als alle, die wir bis jetzt hatten. Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Alles klar. Alles klar. Gut. Jetzt mal wieder rein, mein Freund. Wir sehen hier einen Haufen Maschinen. Ich weiß aber allerdings nicht, wo die gerade sind. Hier unten ist nichts. Nein, nein. Muss hier oben hoch. Ist ein Wächter oder was ist das da oben? Na gut, den kriege ich von hier nicht. Muss ich da jetzt ran? Ja, wahrscheinlich ja. Muss ranspringen, während der ausgefahren ist. Okay, den fahren wir wieder rein. Gut. Aber so von Jump Run bin ich ja jetzt nicht so der Freund. Ah, es sind zwei. Guck mal, es sind zwei. Boah, ist noch einer? Den treffe ich so nicht, ne? Nee. Der verkriecht sich nach da oben, wie es aussieht. Und kommt wieder runter. Alles klar? Okay, ich muss auf jeden Fall hier ranspringen. Yes. Oh. Alter, ich habe Angst, wenn ich hier irgendwo runterfalle, dass ich den ganzen Kram nochmal klettern muss. Das will ich ja nun natürlich auch nicht. Was waren da drin? Achso, Wächterlinse, die kannst du auch behalten. Wichtig sind die anderen Teile, damit ich meine Waffen beladen kann. Okay, jetzt komme ich da mal ran, oder? Der rennt schon wieder hoch. Na, ey, geh mal mit der Ruhe hier, jo. Sehr schön. Gut, denn... Oh, von hier wieder darüber, ne? Bereite einen Weg und wir werden folgen. Ja, genau das versuche ich, Leute. Genau das versuche ich. So, der muss ausgefahren sein. Der kann ich da, glaube ich, ranspringen. Jo. Gut. Alter, das ist aber auch... Also so eine Kletterpartie hatte ich hier im Spiel aber auch noch nicht. So, dann geht's hier weiter. Das ist der kaputte Wächter. Aber erstmal einen Weg finden hier. Okay, zeig dir den Abflug. Alles klar, ich muss hier an die Dinger springen. Und der bringt mich dann darüber, wo ich den Weg aufmachen kann? Oder wie? Oder was? Ist groß, die Brutstätte. Okay. Abseilen? Ich will mich ja jetzt nicht abseilen. Darf ich ja alles nochmal machen? Nein! Was machst du denn da? Oh! Das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Warum schiebt mich das Ding denn da runter? Oder muss ich hier hin? Mich hat das Ding da oben runtergeschoben. Bitte, hilf uns auf die andere Seite. Genau das versuche ich gerade. Er zeigt mal, dass ich da hin muss, ne? Hilft dann verbinden durch den Aufarbeitungsbereich. Aber ich war doch eben da oben. Ich muss doch oben hoch, oder nicht? Hier geht's ja auch nicht weiter. Das ist, aber mies, dass man da so runtergeschoben wird. Das ist echt mies.
So viel zum Thema. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Jetzt darf ich echt den ganzen Weg hier nochmal klettern. Das darf nicht wahr sein. Oh Mann. Wo hast du eine Tutur hier? Abgesehen, ich wäre ja auch gerne an dem Ding hängen geblieben. Aber sie hat sich davon alleine losgelassen auf diesen Zwischenbereich. Wahrscheinlich soll man von da dann nochmal ranspringen. Aber nein, das Ding schiebt mich runter. Das ist typisch. Okay. Oder immer mit der Ruhe. Den nochmal hier rüber. Die Brutstätte ist definitiv mal was Neues. Es bloß nicht loslassen, Aloy. Genau, und hier rüber. Darüber hoch. Oh, das hatten wir ja schon. Dau gleich wieder ran. Warte mal. Anlauf nehmen. Warten, bis er wieder rauskommt. Oh Mann. Und hopp. Genau. So. Sehr schön. Loslassen. Den Wächter hatten wir hier schon. Jetzt geht's hier wieder ran. Die hätten ja wenigstens mal so Zwischenpunkte mit einbauen können, falls man runterfällt, dass man schnell wieder hochkommt. Alles klar, hier rüber war das jetzt. Oh, alles klar. Den Door wieder rein. Hier wieder rüber. Genau. Den Door wieder lang. Und bitte, Aloy, bleib diesmal, tu mir den Gefallen, an der Plattform hängen. Genau. Damit wir da rüberkommen, wo wir hin müssen. Bitte jetzt nicht wieder runterfallen. Alter, das ist aber auch ein Klettern. Der kommt mir gerade vor wie in so einem Super Mario Jump'n'Run Spiel. So, hier hat er mich eben runtergeschoben. Jetzt bleibt sie hängen. Eben hat sie alleine losgelassen. Das war nicht ich. Aber wie komme ich denn da unten hin? Das ist eine gute Frage, ne? Okay, da vorne ist eine Wand. Da hätte er mich so oder so runtergeschmissen bei der Wand. Aber wie soll ich denn da jetzt runterkommen? Hier rüberspringen oder was? Das ist doch nicht dein Ernst. Oder? Ich glaube eher, weil da vorne ist ein Durchgang. Da weiter im Weg, wir werden folgen. Da bin ich bei, mein Freund, da bin ich bei. Wahrscheinlich eher hier lang. Ja, hier geht's runter. Gut. Das ist aber ein ziemliches Labyrinth hier, du. Den Door nochmal lang. Okay, da geht's wahrscheinlich gleich durch, wenn ich die beiden hier rübergeholt habe. Ja, hier ist das Ding, wo ich hin soll. Da kommst du von unten mich nicht hin. Alter, ein Riesenweg um rüber, nur um hier eine Brücke aufzumachen. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Definitiv. Die müssen über die Brücke laufen. Okay, den kommt mal. Wir müssen da vorne hin. Braucht die beiden ja, sonst komme ich da nicht durch die Tür. Können ja komischerweise nur sie. Ja. Sehr schön. Dann gehen wir da durch. Das aber morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bye, bye.